Hallo alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass es vielleicht irgendwie Interesse findet, etwas über die Anatomie im Medizinstudium zu hören. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich damals studiert habe und ich auch eine Menge Respekt hatte vor diesem Fach. Aber ich hoffe, Ihnen eben jetzt auch in dem Vortrag zeigen zu können, dass die Anatomie sehr gut zu bewältigen ist. Und ich gebe Ihnen auch einfach ein paar subjektive Tipps dazu. Ich habe auch gleich ein paar Bilder zusammengestellt, damit Sie ein bisschen wissen, was ich bis jetzt gemacht habe und dann vielleicht auch meine Ratschläge etwas einordnen können. Momentan wohne ich in München, bin verheiratet, habe zwei Jungs. Der eine ist gestern 10 geworden, der andere ist 4. Und seit 2007 gebe ich auch verschiedene Lehrbücher heraus und auch andere Lehrmedien. Und das ist mir wichtig, damit Sie sehen, dass mir die Lehre in der Anatomie sehr am Herzen liegt und ich mich eben auch damit beschäftige, wie man Inhalte der Anatomie auch vermitteln kann. Ganz kurz nochmal zu mir. Also ich habe in Würzburg Medizin studiert, und habe danach auch meine Anatomieausbildung in Würzburg gemacht. Hier sehen Sie zum Beispiel meine Doktorarbeit, die ich in der Anatomie gemacht habe. Und dann war ich auch etwas mehr als ein Jahr in der inneren Medizin als Arzt im Praktikum. Das gab es damals noch. Und habe mich da schwerpunktmäßig auch mit Tumorpatienten beschäftigt. Und das ist für mich auch wichtig, weil es sehr auch meine Einstellung nicht nur zur Medizin, auch zum Leben geprägt hat und sicherlich auch mir einiges vermittelt hat, was die Relevanz der klinischen Inhalte in der Anatomie angeht. Ich war dann von der Anatomie aus, auch für einen Forschungsaufenthalt in Kalifornien, habe dort in der Physiologie gearbeitet, um neue Techniken zu erlernen. Und dann war ich, wie gesagt, bis 2008 in der Anatomie. Und 2007 hatte ich einen Ruf nach Greifswald auf eine Professur und musste mir dann eben überlegen, gehe ich aus Würzburg weg oder nicht. Und dann hatte ich aber das Glück, dass für mich ein kleiner Lehrstuhl in Würzburg hier in der Anatomie gegründet wurde. Und dann bin ich eben noch bis 2011 geblieben und 2011 bin ich dann in dieses Institut hier gewechselt. Das ist unsere anatomische Anstalt und hier in diesem Zimmer hier drüben sitze ich gerade. Ja. In unserem sogenannten Ostflügel. Ja, und hier übrigens in diesen Apsiden ist der Präpariersaal, den zeige ich Ihnen dann gleich auch mal von innen. Hier drüber wäre der Mikroskopiersaal. So, viel ganz kurz zu mir. Ich habe den Vortrag jetzt gegliedert in verschiedene Punkte. Nämlich erstmal möchte ich mit Ihnen klären, was ist überhaupt Anatomie? Zweitens dann die Frage etwas erörtern, wofür braucht man Anatomie für die klinische Tätigkeit? Dann, wie wird Anatomie unterrichtet? Und letztlich, und das ist vielleicht für Sie der wichtigste Punkt, wie kann man Anatomie selber lernen? Also zuerst mal, was ist überhaupt Anatomie? Anatomie ist ein Fach, das sich mit Forschung und Lehre beschäftigt. Auf den Forschungsteil gehe ich jetzt in diesem Vortrag gar nicht ein. Aber der Begriff leitet sich ab aus dem Griechischen und beschreibt das Zergliedern oder Aufschneiden des Körpers. Weil bis zur Erfindung des Mikroskops im 17. Jahrhundert eigentlich die Präparation von menschlichen Körpern mit Skalpellen die einzige Technik war, um die Anatomie zu ergründen. Und zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe war auch ein großer Fan der Anatomie und der hat noch gesagt, die anatomische Zergliederung eröffnet uns die Tiefen der Natur mehr als jede andere Bemühung und Betrachtung. Ja, das heißt, bis zu seiner Zeit war das sicherlich auch wichtig, dass der Stellenwert der makroskopischen Anatomie, also der Präparation von Leichen, enorm war. So, wir
sagen damit, die Anatomie vermittelt uns also, wie ein gesunder menschlicher Körper aufgebaut ist. Und um Ihnen so ein bisschen zu erläutern, warum wir uns auch immer für die Medizinstudierenden in besonderer Weise verantwortlich fühlen, die Anatomie war schon immer die Urmutter der Medizin und über viele Jahrhunderte, nämlich eigentlich bis in die Neuzeit hinein, mit der Medizin auch gleichzusetzen. Ja, das hat damit zu tun, dass es einfach über sehr lange Zeit nur sehr beschränktes medizinisches Wissen gab. Und da stand es am Anfang erstmal überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen, wie denn der menschliche Körper aufgebaut ist, um dann therapeutisch oder auch diagnostisch erstmal überhaupt irgendetwas tun zu können. Ja, und neben Anfängen, wie zum Beispiel durch den Philosophen Aristoteles, waren es eigentlich zwei Urväter der Anatomie, die eigentlich damit begonnen haben, als erste gezielt menschliche Leichen zu sezieren. Und das war Herophilos von Chalkedon und Erasistratos von Chios. Die waren beide so im 4. Jahrhundert vor Christus aktiv. Danach ist sicherlich Galen zu nennen. Galen sehen Sie hier in diesem Bild. Das ist eine Skulptur aus der Anatomie in Wien. Und das ist jetzt schon ein zweites Jahrhundert nach Christus. Galen, der hat die Grundlage des anatomischen Wissens geschaffen, weil der alle Inhalte, die damals bekannt waren, zusammengefasst hat in über 100 Schriften. Und dieses Wissen war über 13 Jahrhunderte lang die Basis des anatomischen Wissens, muss man sagen. Ja, sowas gibt es natürlich heutzutage gar nicht mehr. Wenn Sie heute irgendein Buch schreiben, dann liest es in 1300 Jahren natürlich kein Mensch mehr. Aber damals war das so. Und das Interessante war, damals war auch während der Zeit des Mittelalters die Einstellung, dass Galen damals alles beschrieben hat und man sich deswegen mit Anatomie gar nicht mehr beschäftigen muss. Und der Erste, der eigentlich dann die Anatomie wieder komplett neu ergründet hat, man kann eigentlich sagen revolutioniert hat, war Andreas Vesal. Der hat nämlich festgestellt, dass Galen nur Tiere präpariert hat, und also vor allem Hunde, Schweine und auch Affen, und deswegen einige Fehler gemacht hat. Und Andreas Vesal hat deswegen festgehalten, dass man sein Wissen immer wieder durch eigene Sektionen überprüfen muss. Und der hat 1543 das erste vollständige Anatomiebuch herausgegeben mit tollen Bildern. Hier ist übrigens ein Bild von Andreas Vesal. Und deswegen ist er der Begründer der modernen Anatomie, und seinem Todestag zum Beispiel, dem 15. Oktober, verdanken wir auch, dass wir jetzt auch einen Weltanatomietag jedes Jahr begehen seit dem letzten Jahr. Und das Interessante war, also Galen und Andreas Vesal, die waren alle auch Chirurgen und waren die Leibärzte der Kaiser. Also die Kaiser haben damals die erfahrensten Mediziner, die es gab, und das waren damals die Anatomen, an ihren Hof berufen, weil sie gesagt haben, die kennen sich wenigstens mit dem Aufbau des menschlichen Körpers aus, und das ist eben die Grundlage für die Medizin. Ja? Und noch ein anderer, den ich ganz kurz nennen will, Leonardo da Vinci. Auch der war ein großer Anatom. Und Sie kennen den als Universalgenie, der hat, ich meine, nicht nur als Ingenieur und Architekt vieles gebaut, er hat die Mona Lisa gemalt, die kennen Sie wahrscheinlich. Und der wollte 120 anatomische Schriften verfassen, hat aber keine einzige letztendlich fertiggestellt. Und er hat aber 240 Skizzen angefertigt, Sie sehen die auch hier. Und der hat uns eigentlich gezeigt, dass man Anatomie nicht ohne Bilder vermitteln kann. Also es ist sehr schwierig, Anatomie ohne Bilder zu erklären. Und er hat auch gesagt, man braucht immer verschiedene Ansichten. Ja, und diese Ansichten, wir bezeichnen das topografische Anatomie, bei der
die Lageverhältnisse erläutert werden. Das ist etwas, was wir Leonardo da Vinci verdanken. Und deswegen muss man sagen, sind wir Anatomen eben auch davon überzeugt, dass man immer sehr gute Abbildungen braucht, wenn man Anatomie erläutern möchte. So, so viel zur Geschichte. Das heißt, Sie wissen, die Anatomie ist ein sehr altes Fach und wir sagen, die Anatomie ist die Basis des ärztlichen Handelns, weil es ohne Anatomie nicht geht. Das übrigens hier ist ein Rembrandt, die Replik hängt auch bei uns im Treppenhaus, die Anatomiesitzung des Dr. Tulp von 1632. Und da sehen Sie auch, damals war es so, dass man einfach sich mit der Anatomie auseinandersetzen musste, wenn man Medizin studiert hat. So, jetzt ist aber die Frage, ich habe jetzt erstmal gesagt, das ist die Basis des ärztlichen Handelns. Warum ist das überhaupt so? Also wieso braucht man Anatomie? Und das heißt, es geht jetzt um die Frage der Relevanz. Ja, also wie identifizieren wir in der Anatomie auch relevante Lernziele? Und da habe ich jetzt vier Kriterien mal hier zusammengefasst. Erstens ist es wichtig, dass man sich mit dem Bau des Körpers auseinandersetzt, weil man sonst die Funktion des Körpers nicht nachvollziehen kann. Ja, also für andere Grundlagenfächer in der Medizin, zum Beispiel die Physiologie oder auch die Biochemie, ist es nötig, den Aufbau des Körpers in der Anatomie erstmal zu erlernen. Zweitens ist es so, wenn Sie klinische Fächer verstehen wollen, besonders die Pathologie. Die Pathologie beschäftigt sich damit, wie ist ein kranker Körper aufgebaut, dann brauchen Sie dazu erstmal ein Grundverständnis, wie der gesunde Körper aufgebaut ist, sonst können Sie überhaupt gar nicht erkennen, was überhaupt krank ist. Und das leitet dann über zu dem dritten Punkt hier, nämlich die klinische Tätigkeit ist natürlich nicht vorstellbar ohne anatomische Kenntnisse. Also Pathogenese ist die Entstehung von Erkrankungen. Die können Sie nur nachvollziehen, wie ein normaler Körper aufgebaut ist und funktioniert. Und auch die Diagnostik, also schon allein, wenn Sie einen Patienten untersuchen wollen, dann müssen Sie natürlich wissen, wo die einzelnen Organe liegen. Und auch wenn Sie speziellere Eingriffe machen wollen in der Diagnostik oder Röntgenbilder beurteilen wollen und ganz besonders natürlich, wenn Sie operieren wollen in der Therapie, dann müssen Sie natürlich ganz genau wissen, wie der Körper aufgebaut ist. So, und das Letzte ist, auch für die experimentelle Forschung ist es natürlich wichtig, also wenn Sie in eine Fragestellung wissenschaftlich einsteigen wollen, dann hilft Ihnen das anatomische Wissen, weil Sie im ganzen Körper eine Grundvorstellung haben, wie der dort aufgebaut ist. Und auch für die Einstellung zur Wissenschaft oder zum wissenschaftlichen Arbeiten ist es wichtig, dass man weiß, wie man sich mit der Anatomie auseinandersetzt. So, ich zeige Ihnen jetzt hier nur ein einziges klinisches Beispiel, um das zu erläutern. Nämlich, es geht um die Entzündung des Wurmfortsatzes. Die Entzündung heißt Appendizitis und die wird auch fälschlicherweise als Blinddarmentzündung bezeichnet, obwohl gar nicht der Blinddarm erkrankt ist, sondern eben diese Appendix. Wir sehen jetzt hier mal so eine aufgeschnittene Bauchhöhle, da ist die Leber und der Magen und die Gallenblase. Und da sehen Sie jetzt hier an diesem stumpfen Ende des Dickdarms, ja, der Dünndarm mündet hier ein, dieses stumpfe Ende ist der Blinddarm, an dem hängt ein Wurmfortsatz, der ist ungefähr so lang und dick wie ein Regenwurm. Und dieser Wurmfortsatz heißt Appendix vermiformis. Ja? Und dieser kann sich entzünden. Das ist dann die Appendizitis. Und es entzündet sich dabei eben nicht der Blinddarm. Ja? Diese Verwechslung verdanken wir auch wieder der Tatsache, dass Galen Tiere seziert hat, die keine Appendix hatten. Und dann hat er dieses stumpfe Ende hier als Blinddarm bezeichnet. Und Andreas Vesal hat sich dann furchtbar aufgeregt und gesagt, na also eigentlich hätte man diesen Zipfel hier Blinddarm nennen sollen. Und deswegen sagen die Chirurgen heutzutage immer noch Blinddarmentzündung, obwohl es eine Appendizitis ist. Und was Sie jetzt erkennen können, diese Appendix, die kann entweder hinter dem Blinddarm liegen oder so nach oben geschlagen sein oder nach unten. Und hier, das ist übrigens ein weibliches Becken. Entschuldigung, da sehen Sie hier ein Eierstock und ein Eileiter. Und da sehen Sie,
dass die manchmal ganz nah beieinander liegen, also die Appendix und ein Eileiter. Und Sie können bei jungen Frauen gar nicht hundertprozentig klinisch sagen, ist es jetzt eine Eileiterentzündung oder ist es eine Appendizitis? Und deswegen ist es so, dass die Diagnose Appendizitis eine klinische Diagnose ist. Das bedeutet, es gibt nicht einen Test, wie zum Beispiel jetzt bei Covid-19, dass Sie einen PCR-Test machen, der Ihnen mit über 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagt, dass jetzt eine Corona-Infektion vorliegt, sondern bei der Appendizitis ist es so, die Patienten haben Fieber, haben auch so ein bisschen Entzündungswerte im Blut und haben im Wesentlichen diffuse Bauchschmerzen, die sich dann später nach ein paar Tagen in den rechten Unterbauch verlagern. Und da brauchen Sie jetzt wieder das anatomische Wissen, weil im rechten Unterbauch liegt eben die Appendix. Und der Chirurg, der drückt dann hier, da gibt es so verschiedene Punkte, auf den Bauch. Und wenn es besonders an diesen Punkten wehtut, dann entscheidet er irgendwann, um sicher zu sein, dass nicht doch eine Appendizitis vorliegt, muss man den Bauch hier aufschneiden. Und wenn die Appendix dann entzündet ist, dann entfernt man die. Ja, und das ist für mich jetzt ein Beispiel. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Beispiele in der Anatomie, warum man eben dieses Wissen haben muss. So, wie wird jetzt Anatomie unterrichtet? Aus didaktischen Gründen unterscheiden wir verschiedene Teilgebiete der Anatomie. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass letztendlich alles im menschlichen Körper Anatomie ist. Ja? Wir unterscheiden immer einmal die makroskopische Anatomie. Das ist das, was Sie mit dem bloßen Auge sehen können und was Sie mit einem Skalpell darstellen können. Und das unterscheiden wir von der mikroskopischen Anatomie, das heißt alles, was Sie mit einem Mikroskop sehen können. Sie können jetzt bei jedem Muskel oder in jedem Organ hier ein Stück rausnehmen und mit dem Mikroskop dieses unterscheiden. Da können Sie bis auf die Zellebene runtergehen, bis zur Zellbiologie. Und zum Beispiel in der Forschung setzen wir uns nur auf der Ebene mit Zellen, mit der Anatomie auseinander. Der Rest ist weitgehend bekannt, muss man sagen. Ja? Und wir beschäftigen uns auch damit, wie sich der Körper entwickelt. Wir sagen dazu Embryologie oder Entwicklungslehre. Das ist also die Lehre vom Embryo und wie die ganzen Organe entstehen. Und auch das ist wichtig, weil bei dieser Entwicklung kann natürlich was schiefgehen. Und dann bekommt man Fehlbildungen und damit kommen die Kinder auf die Welt. Und damit sie die feststellen können, zum Beispiel einen Herzfehler, brauchen sie Kenntnisse über die Embryologie. Ja, trotzdem will ich Ihnen sagen, diese Trennung, deswegen gibt es häufig auch Kurse der makroskopischen Anatomie, das ist der Präparierkurs, und einen Kurs der mikroskopischen Anatomie, wo eben die Gewebe mikroskopiert werden, die werden didaktisch getrennt und das werde ich später bei den Lehrmitteln auch nochmal sagen, das ist auch didaktisch sinnvoll, allerdings ist trotzdem alles Anatomie. Ja, und dennoch glaube ich, dass es für Sie einfacher ist, das getrennt zu lernen und so die verschiedenen Ansätze, das kombiniert zu vermitteln, wie in Modellstudiengängen, ist sehr schwierig. Und es gab auch mal eine Buchreihe, da hat man versucht, das ganze Wissen der Vorklinik, Anatomie, Makroskopie, Mikroskopie und aber auch die anderen Fächer, Physiologie und Biochemie, zusammen darzustellen. Das hat sich nicht durchgesetzt, weil das kein Mensch verstehen kann. Ja, also das sind die Teilgebiete, mit denen wir uns beschäftigen. Jetzt gehen wir mal über, zum Beispiel in der Makroskopie. Da lernen Sie die ganzen Knochen des Körpers auswendig, ungefähr 210 Knochen, wobei es immer darauf ankommt, wie man zählt. Und da lernen Sie nicht nur die Knochen selbst, sondern auch alle wichtigen Vorsprünge an diesen Knochen, wo zum Beispiel Muskeln oder Bänder befestigt sind. Wir bringen Ihnen alle Gelenke des Körpers bei, das können Sie sich vorstellen, weil natürlich Verletzungen, zum Beispiel bei Unfällen oder Stürzen, aber auch degenerative oder entzündliche Erkrankungen der Gelenke natürlich in der Medizin sehr wichtig sind. Sie lernen bei uns alle Knochen, also nicht nur die Knochen kennen, sondern auch alle Muskeln kennen und die habe ich selber nie gezählt und das spielt auch gar keine Rolle, weil es natürlich
sehr uninteressant ist, zwischen wie viel Rippen, wie viel Muskeln sind und so weiter. Ja, aber diese Muskeln lernen sie ganz genau. Also wo sind die am Skelett befestigt? Was machen die? Wie sind die innerviert? Sie lernen dann alle Blutgefäße kennen, und zwar sowohl die Arterien hier in Rot. Das sind die Blutgefäße, die immer vom Herz wegführen, und die Venen, die das Blut wieder zum Herz hinführen. Und sie lernen bei uns auch alle Lymphbahnen kennen, also die Lymphgefäße und die Lymphknoten. Und die sind natürlich in den letzten 40 Jahren sehr relevant geworden, weil sie die brauchen für die Diagnostik und auch für die Therapie von Tumoren. Ja, also bösartige Tumore, besonders Karzinome, breiten sich über die Lymphbahnen aus. Und da spielt es eine große Rolle auch für die Behandlung und auch für die Prognose einer Tumorerkrankung, wie weit die sich ausgebreitet haben. Und deswegen betonen wir das sehr ausführlich. Sie lernen in der Anatomie auch das zentrale Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark. Dafür gibt es häufig eigene Neuroseminare und lernen auch alle Nerven des Körpers kennen. Ja, das ist jetzt alles im Wesentlichen Makroskopie. Natürlich gibt es dazu auch einzelne mikroskopische Inhalte, das ist aber relativ wenig. Während es im Bereich der inneren Organe schon anders aussieht, da ist es natürlich so, dass sie für jedes Organ dann auch in der mikroskopischen Anatomie genau lernen, wie diese Organe aufgebaut sind, welche Zelltypen es gibt, was die einzelnen Zellen herstellen, was die machen und so weiter. Ja. Und deswegen ist natürlich die mikroskopische Anatomie genauso wichtig wie die makroskopische Anatomie. So, und jetzt will ich Ihnen ein bisschen erläutern, wie Medizinstudiengänge aufgebaut sind und wie dann und wann Anatomie unterrichtet wird. Und da muss ich ein bisschen vorausschicken. Sie haben das vielleicht mitbekommen, dass es seit 2014 so einen Masterplan gibt. Das heißt, die Ausbildungsordnung, wir sagen dazu Approbationsordnung für das Medizinstudium, die soll verändert werden, und ab 2025 soll eine neue Ordnung in Kraft treten. Diese Ordnung ist noch nicht verabschiedet, die wird momentan noch erarbeitet, und da ist es so, dass jetzt schon seit über 2 Jahren über 800 Dozenten und auch Studierende zusammen sich alle Inhalte des Medizinstudiums angucken und bewerten, was ist wichtig, wer soll das unterrichten, wann soll es unterrichtet werden und vor allem, was muss man dazu wissen. Ja, das ist eigentlich ein toller Prozess. Allerdings, ich bin da auch dabei, der ist sehr aufwendig, und hier wird dann alles jetzt nochmal bewertet. Das heißt, das Medizinstudium wird sich ändern, und wenn Sie zum Beispiel 2025 oder so erst anfangen würden, dann wird das Medizinstudium anders aussehen als heute. Ja, das muss ich vorausschicken. Das heißt, es gibt im Prinzip 3 Arten von Studiengängen. Früher, bis, was weiß ich, 2008 oder so, gab es nur traditionelle und reformierte Studiengänge. Die haben wir zum Beispiel jetzt, oder den haben wir jetzt auch noch in München. Da sieht es so aus, da gibt es einen vorklinischen Abschnitt, das sind die ersten 2 Jahre oder ersten 4 Semester. Und danach kommt ein klinischer Abschnitt. Und dann kommt das praktische Jahr, ja, bis zum 12. Semester, also 6 Jahre dauert das insgesamt. Das heißt, in der Vorklinik, da lernen Sie Anatomie, aber auch Physiologie und Biochemie, und dann schließen Sie hier mit einem Staatsexamen ab, und zwar das ist schriftlich und mündlich. Wir nennen das auch das Physikum, ja, das hieß früher eben Physikum, das ist letztendlich das erste Staatsexamen. Und dann kommt der klinische Abschnitt, da lernen Sie sehr viele verschiedene Fächer kennen, und da gibt es dann ein schriftliches Examen. Und dann schließt sich das PJ an und danach gibt es ein mündliches Examen. Ja, also 3 Examina gibt es eben momentan. Und die reformierten Studiengänge, wie zum Beispiel in München, die unterscheiden sich dadurch, dass dann nach dem ersten Staatsexamen der klinische Ausbildungsabschnitt schon Module enthält. Das heißt, hier werden die einzelnen Fächer kombiniert. Also
Man unterrichtet nicht mehr, so wie es früher bei mir war, als ich einen traditionellen Studiengang in Würzburg durchlaufen habe, nicht mehr getrennt, die Chirurgie und die innere Medizin, sondern es werden zum Beispiel alle Erkrankungen der Verdauungsorgane zusammengefasst und da kommen dann die Internisten und die Chirurgen zusammen und unterrichten das gemeinsam. So, und dann gab es eben seit 2008 zunehmend Modellstudiengänge und in denen hat man gesagt, man hebt diese Trennung auf zwischen Vorklinik und Klinik und es wird jetzt alles in Modulen unterrichtet. Da gibt es dann kein Physikum mehr, kein erstes Staatsexamen, sondern das erste Examen ist hier hinten nach dem 10. Semester. Das macht es schwierig, weil man gar nicht beurteilen kann, lernt man jetzt besser die vorklinischen Inhalte in einem Modellstudiengang und in einem traditionellen Studiengang, weil die Modellstudiengänge eben dieses erste Staatsexamen gar nicht haben. Und ich denke, viele dieser Modellstudiengänge machen es schwierig, weil teilweise diese vorklinischen Inhalte nicht so gut unterrichtet und gelernt werden können, weil gleich alles vermischt wird. Das heißt, da kommen die Vorkliniker und alle Kliniker gleich zusammen. Und dann ist es oft so, dass in den Prüfungen dann die vorklinischen Inhalte etwas zu kurz kommen. Ja, so dass ich sagen muss, ich bin jetzt kein unbedingter Fan dieser Modellstudiengänge. Aber das Ganze soll eben verändert werden und nach dem Masterplan 2020, also ab dem Jahr 2025, wenn der in Kraft tritt, dann soll es diese Trennung nicht mehr geben, sondern alle Studiengänge vermischen dann Vorklinik und Klinik, allerdings mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Ja, also das kann sich dann jede Universität aussuchen, wobei man eins sagen muss, alle werden in den ersten vier Semestern schwerpunktmäßig die vorklinischen Inhalte berücksichtigen müssen, weil es hier nämlich ein erstes Staatsexamen gibt, schriftlich und mündlich. Das heißt, das, was bis jetzt ein Modellstudiengang war, die müssen dann auch diese Prüfung wieder einführen und müssen eben, damit die Ausbildungsinhalte vergleichbar werden, diese Prüfungen durchführen. Ja, aber dafür können dann auch in den Semestern ab dem fünften Semester noch vorklinische Inhalte gebracht werden. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt umsetze zur Perspektive der Anatomie, wann wird also Anatomie unterrichtet? Dann sehen Sie, in den traditionellen Studiengängen und in den reformierten ist es so, Sie hören nur bis zum vierten Semester Anatomie und danach ist es fertig. In den Modellstudiengängen wird die Anatomie dagegen bis zum 10. Semester unterrichtet. Und so wird es dann auch nach der neuen Approbationsordnung kommen, wobei schwerpunktmäßig die Anatomie sicherlich bis zum 4. Semester unterrichtet wird. Und danach ist es so, dass dann einzelne Inhalte nochmal kombiniert werden. Dafür lernen Sie dann schon einige Erkrankungen auch in der Vorklinik kennen. Ja, das, was ich Ihnen jetzt zum Beispiel vorhin bei der Appendizitis so als klinischen Bezug erläutert habe, was wir also jetzt schon machen, wird auch dann in der neuen Approbationsordnung noch so kommen. Das heißt, wir setzen uns jetzt schon sehr stark damit auseinander, wie entwickelt sich das Medizinstudium weiter. So, und wie unterrichten wir jetzt makroskopische Anatomie? Das ist jetzt mal ein Bild aus unserem Präpariersaal. Sie sehen jetzt von innen diese verschiedenen Apsiden und diese Tische. Auf denen liegen dann die Leichen, die wir präparieren. Und die Anatomen sind sich sehr sicher, dass eigentlich die beste Art, Anatomie zu unterrichten, die Präparation ist, weil sie nur da mit eigenen Händen alles begreifen und anfassen können. Und weil sie nur da natürlich auch die Dreidimensionalität des Körpers sehr gut erfassen können. Und dieser Kurs, und da sind sich dann auch die Studierenden einig, und auch wenn man Fachärzte später in der klinischen Tätigkeit fragt, die sagen alle, der Präparierkurs ist immer der beste Kurs. Das hat nichts damit zu tun, dass die Anatomen so toll wären, sondern es hat einfach damit zu tun, dass das einfach ein besonderes Erlebnis ist. Man arbeitet dann in einer Gruppe von je nachdem 8 bis 12 Leuten zusammen während eines ganzen Semesters. Da entstehen Freundschaften fürs Leben, ist bei mir auch so. Meine Studienfreunde, die habe ich alle an der Leiche kennengelernt. Und es ist ein ganz wichtiger Lebensabschnitt. Ja, und deswegen sind wir jetzt natürlich in diesen Pandemiezeiten auch so traurig,
dass wir sowas natürlich nur eingeschränkt jetzt noch anwenden können. Das heißt, die Unis versuchen natürlich, einzelne Leute auch in die Kurse hereinzulassen, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, in dem man zusammenarbeitet, das ist natürlich jetzt nur noch eingeschränkt möglich momentan. So, wenn Sie so einen Präparierkurs unterrichten, das ist zum Beispiel mein Team, wir unterrichten momentan, also wir erwarten circa 1050 Studierende der Medizin und Zahnmedizin in unseren Präparierkursen. Da brauchen Sie natürlich ein Team von begeisterten Anatominnen und Anatomen, weil Sie sowas sonst natürlich gar nicht unterrichten können. Sie brauchen auch fähige und ganz motivierte Präparatoren und Präparatorinnen, auch die haben wir, die bereiten die Leichen für Sie vor, die werden bei uns alle vor den Kursen fixiert mit einer chemischen Lösung, die auch Formalin enthält, damit eben der Körper nicht verwest, sondern Sie eben den Körper präparieren können und eben alles im Detail darstellen können. So, und wir glauben, ich komme gleich noch zu den Vorlesungen, wir glauben eben, dass eine makroskopische Anatomie, die mit einem Präparierkurs, die alles so gewichtet, wie Sie es brauchen, später in der Klinik, ganz zentral ist und auch in Zukunft zum Beispiel in der neuen Approbationsordnung ganz entscheidend wichtig ist für das Medizinstudium. So, nur mit einem Präparierkurs geht es allerdings auch nicht, sondern wir glauben, dass Vorlesungen sehr sinnvoll sind, weil sie da alle Leute auf einen gemeinsamen Nenner bringen können. Und das heißt, der Vorteil der Vorlesungen besteht nach unserer Sicht nicht darin, dass sie jedes kleinste Detail besprechen oder wiederholen. Das müssen Sie selber lernen, dazu kommen wir eben später noch, sondern wir sehen den Sinn der Vorlesung vor allem darin, nochmal die richtigen Gewichtungen zu setzen. Ja, weil wenn Sie ein Anatomiebuch aufschlagen, dann soll es natürlich auch so sein, dass das, was unwichtig ist, gar nicht mehr drin steht und das, was wichtig ist, ausführlicher beschrieben wird als das, was weniger wichtig ist. Aber Sie können sowas natürlich anhand von Beispielen und pointierter darstellen, wenn Sie eine Vorlesung halten. Ja, und da werden Sie in Ihrem Studium sehen, da gibt es zwei Arten von Vorlesungen. Einmal nach Lagebeziehungen, da wird topografisch alles behandelt, zum Beispiel alle Organe der Brusthöhle. Ja, dann wird eben das Herz und die Lunge, die werden dann zusammen unterrichtet. Sie können das Ganze aber auch systematisch in Organsysteme gliedern, zum Beispiel, wie es jetzt hier gezeigt ist, an einem Stück alle Harnorgane, wie zum Beispiel die Niere und die ableitenden Harnwege und alle Geschlechtsorgane zusammen, auch wenn die jetzt topografisch vielleicht nicht eng beieinander liegen. Ja, und das werden Sie sehen, das sind die Möglichkeiten, wie man Vorlesungen eben gliedern kann. So, wir verwenden auch virtuelle Techniken, also nicht nur den Präparierkurs, das sind Bilder des Magic Mirror zum Beispiel, da können Sie dann anhand Ihres Körpers Körperschnitte anschauen. Es gibt auch andere Techniken, den Anatomagetisch haben viele Universitäten wie auch oder wir verwenden jetzt in Zukunft auch HoloLenses. Allerdings, das sind alles nur ergänzende Techniken und die sind von ihrer Detailgetreue nie so, dass sie einen Präparierkurs ersetzen können. Viele Universitäten wie auch haben zum Beispiel eine sehr schöne anatomische Schausammlung und außerhalb der Pandemiezeiten können Sie die auch besichtigen. Und ich denke immer wieder, wenn ich in dieser Sammlung bin, eigentlich könnten wir auch alle Vorlesungen in der Sammlung halten, weil hier sehr viele verschiedene Modelle und Präparate zu sehen sind, mit denen Sie die Anatomie erlernen können. So, jetzt komme ich auch schon zum letzten Punkt. Nämlich, wie lernt man Anatomie? Ja, und das hat mir früher in meinem Studium auch sehr viel Bauchschmerzen bereitet, weil man für sich natürlich selber einen guten Weg finden muss, wie man sich diese ganzen Inhalte aneignen kann. So, und da will ich Ihnen jetzt erstmal nochmal vor Augen führen, also die Anatomie ist ein Lernfach. Ja, das heißt, man muss nicht besonders schlau sein. Also ich sage immer, wenn man Physik studiert, dann muss man sicherlich unheimlich schlau sein und abstrakte Zusammenhänge verstehen. In der Anatomie ist das
Nicht so, Sie müssen erstmal sehr viel auswendig lernen und dann Bezüge herstellen zwischen diesen Inhalten. Und wenn zum Beispiel ein Patient Veränderungen hat am Körper, dann müssen Sie herausfinden, in welcher anatomischen Struktur sind diese Veränderungen vielleicht und was kann man dann machen, um das näher abzuklären. Ja? Sie müssen keine Telefonbücher lernen und deswegen so Bücher, die aussehen wie Telefonbücher, die finde ich gar nicht gut, aber das liegt letztendlich natürlich bei Ihnen. Aber trotzdem sind die Inhalte enorm, ja, das werden Sie auch sehen. Also wenn wir zum Beispiel mehrere Testate durchführen, dann ist häufig das kleinste Testat vom Stoffumfang ungefähr so viel, wie Sie für Ihr ganzes Abitur gelernt haben. Und größere Testate haben zum Beispiel auch doppelt so viel Umfang. So, und wie ich schon gesagt habe, ich denke, Vorlesungen sind dafür da, Ihr Verständnis zu unterstützen und auch die richtigen Gewichtungen zu setzen. Trotzdem müssen Sie das alles in Eigenregie lernen. Also nur weil man in einer Vorlesung war, kann man danach noch nicht alles, was man wissen muss, auswendig. Und deswegen, glaube ich, sind zwei Dinge wichtig. Erstens, Sie brauchen geeignete Lernmittel. Dazu gehören Bücher, Softwares, Lernkarten, was auch immer Sie wollen. Und Sie brauchen selber eine Lernstrategie, die Sie für sich erarbeiten müssen. Und diese beiden Punkte will ich jetzt mit Ihnen durchgehen. Deswegen für makroskopische Anatomie, da ist es so, dass man einen Atlas braucht und auch ein Lehrbuch. Also beides. Während reine softwarebasierte Ansätze, die angeboten werden, nicht ausreichen. Sie können die unterstützend nehmen, die reichen aber nicht, und zwar aus zwei Gründen. Erstens die Nachhaltigkeit. Also Sie brauchen während Ihres ganzen klinischen Studiums und nicht nur für die Laufzeit einer Lizenz ein Buch, in dem Sie nachschlagen können, was Sie damals in der Anatomie gelernt haben. Ja, also wenn Sie in der Klinik sind und es geht um die Appendizitis, dann schauen Sie nochmal in ein Anatomiebuch. Und auch während Ihrer gesamten ärztlichen Tätigkeit brauchen Sie ein Buch. Und da hilft es, wenn Sie wieder die gleichen Bücher nehmen, die Sie damals im Studium hatten, weil Sie sich dann an Dinge, die Sie sich damals sehr mühsam angeeignet haben, viel besser erinnern. Also wenn Sie zum Beispiel ein Chirurg sind und eine Operation planen, dann werden Sie am Anfang nochmal in Ihren Atlas reinschauen, weil der einfach sehr detailliert diese anatomischen Inhalte beschreibt. Ja, und auch die Vollständigkeit, webbasierte Ansätze, viele von denen kommen aus Amerika. Da wird Anatomie sehr oberflächlich unterrichtet und deswegen können Sie mit denen nicht die gesamte Anatomie lernen, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht toll aussieht. Ja, die sind zum Wiederholen gut, die erklären Ihnen auch ein bisschen was über die räumliche Anordnung, aber die ersetzen nicht Atlas und Lehrbuch. So, wir machen das so, also zum Beispiel in unseren Atlanten und unseren Lehrbüchern, dass wir uns immer genau überlegen, was muss man wissen. Das ist zum Beispiel so ein Lernloop aus unserem Atlas. Also da gibt es erstmal einen Überblick, dann beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Themen. Wir haben immer die wesentlichen klinischen Bezüge als Kästen unten drin. Die müssen Sie natürlich mitlernen und die sollen Sie vor allem eben auch dazu motivieren, sich mit der Anatomie auseinanderzusetzen. Dann kommen Abbildungen und zum Beispiel dann auch Beispielfragen. Das hier ist ein Kompetenzkasten aus unserem Lehrbuch, Sobotta-Anatomie, weil ich habe Ihnen ja gesagt, es wird eine neue Approbationsordnung kommen und da geht es nach Kompetenzen. Und diese ganze Approbationsordnung funktioniert so, dass da zwar ein bisschen anders formuliert als hier, aber dort geht es um Kompetenzen. Also was sollte man nach der Bearbeitung eines Kapitels wissen? Und das einzige Anatomiebuch, das jetzt schon so gegliedert ist, ist eben unser Sobotta-Anatomiebuch, weil wir eben auch an diesen Lernzielkatalogen mitarbeiten. Ja, und das ist übrigens auch der Grund, warum Sie
kein Anatomiebuch nehmen sollten, das jetzt 20 Jahre alt ist, weil sich einfach diese medizinischen Inhalte ändern und auch die Gewichtungen sich ändern. Für mikroskopische Anatomie ist es so, dass sie häufig ein eigenes Lehrbuch haben. Atlanten brauchen sie nicht mehr. Es gibt zum Beispiel das Welsch-Histologiebuch. Da gab es früher mal einen Atlas, der ist jetzt einbezogen worden in das Lehrbuch. Das heißt, da braucht man nicht unbedingt einen eigenen Atlas, aber sie sehen dann schon auch anhand der Bücher, die sie sich anschauen, ob da viele schöne Bilder drin sind, so wie sie sie dann auch im Mikroskop sehen würden oder nicht. Und das hilft ihnen dann auch. Ja? Und das Interessante ist, ich habe ja gesagt, Makroskopie und Mikroskopie werden häufig getrennt. Und daneben gibt es dann Seminare für die Neuroanatomie. Und da brauchen Sie keine separaten Lehrbücher. Also diese Lehrbücher, die wir Ihnen empfehlen für die makroskopische Anatomie, die enthalten auch die ganze Neuroanatomie. Sie brauchen dafür kein eigenes Buch. Und auch die Embryologie ist in den Makroskopiebüchern drin. Sie können natürlich eigene Bücher für die Embryologie lesen. Ja, dann verstehen Sie sicher komplexe Inhalte vielleicht auch etwas besser. Allerdings ist das nicht absolut notwendig. So, wie ich schon gesagt habe, ich mache nicht nur verschiedene Lehrbücher, sondern habe mit dem Andreas Dietz auch eine Software gemacht, die heißt Quo Vadis Anatomie, wo wir eben nicht nur einen Lernatlas mit Bildern haben, sondern auch diese ganzen Leitungsbahnen, Schemata, wir haben Organsteckbriefe und jetzt neu auch so eine Twitter-Funktion, da weiß ich gar nicht, wie die dann angenommen wird, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Das ist eben jetzt ganz neu. Das heißt, wir entwickeln schon auch andere Techniken als Lehrbücher, aber die können keine Lehrbücher ersetzen. So, und dann, das will ich Ihnen ganz kurz vermitteln, habe ich auch ein Buch gemacht für die Allgemeinheit. Also nicht jeder studiert Medizin oder will Krankenpfleger oder Krankenschwester werden. Und dieses Buch heißt Mensch einfach genial. Und das soll für Laien den Einstieg in die Anatomie ermöglichen. Und ich habe auch schon Zuschriften bekommen. Da haben mir Leute geschrieben, das Buch hat ihnen geholfen bei der Entscheidung, ob man Medizin studieren soll oder nicht. Sowas finde ich immer ganz gut. Und ich weiß, dass bei Lehrbüchern, gerade wenn Sie jetzt im ersten Semester anfangen mit dem Medizinstudium, öfter mal der Eindruck entsteht, dass diese Lehrbücher kompliziert geschrieben sind. Ja? Und da kann Ihnen natürlich so ein Buch helfen, weil da sehr einfach und anschaulich erstmal beschrieben wird, wie der Körper aufgebaut wird. Und als Einstieg ist das ganz nett. Aber wenn Sie natürlich jetzt dann erstmal 2, 3 Semester studieren, dann wissen Sie das alles natürlich dann schon viel besser. So, jetzt kommen, das waren die Lernmittel. Jetzt komme ich zur Lernstrategie. Und zwar, da will ich sagen, es gibt nicht die eine Lösung, sondern Sie müssen schauen, wie Sie damit zurechtkommen. Ich kann Ihnen jetzt hier nur ein paar Aspekte erläutern, aber Sie müssen rausfinden, wie Sie dann das anatomische Wissen erlernen wollen. Wichtig ist, dass Sie sich vor Augen führen, Sie brauchen aktives Wissen. Ja, also im schriftlichen Staatsexamen, da gibt es dann auch Multiple-Choice-Fragen, da reicht auch passives Wissen. Aber zum Beispiel im Präparierkurs mit mündlichen Testaten müssen Sie Ihren Prüfer überzeugen können, dass Sie alles aktiv sagen können. Deswegen reicht es nicht nur, etwas zu lesen oder zu unterstreichen, sondern ich denke, Sie sollten das Wissen immer aktiv vor sich her sagen, so als würden Sie das jemandem erklären. Und wenn Sie dann zum Beispiel jemandem erklären können, wie ist das Herz aufgebaut, vollständig, dann können Sie das auch dem Prüfer erläutern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zum Beispiel manche Dinge wie Muskeln lernt man am besten mit Muskeltabellen. Die finden Sie überall in Atlanten und in Büchern, weil da nochmal kurz tabellarisch zusammengefasst ist, Ursprung und Ansatz, also wo kommt der Muskel her, wo zieht er hin, welche Funktion hat er und wie ist der innerviert. Und sowas kann man immer auch mal schön vor sich her sprechen, damit man das dann weiß. Und da wäre mein Tipp, dass Sie nicht anfangen, alles aus einem Buch rauszuschreiben, höchstens ganz kurz in Form von Lernkarten, sondern ich würde das in einem Buch unterstreichen, ja,
Und ich sage immer, man lernt ein Buch und nicht ein Atlas. Also es gibt keinen Menschen, der einen dreibändigen Atlas von der ersten bis zur letzten Seite auswendig gelernt hat, sondern ein Atlas ist dafür da, dass sie sich Bilder anschauen, auch wie es Leonardo da Vinci uns zuerst gezeigt hat, aus verschiedenen Perspektiven. Und ein Buch dagegen ist so gegliedert, dass sie das vollständig lernen können. Ja, und ich würde es nicht rausstreichen, sondern im Buch unterstreichen. Und wenn Sie das dann aktiv vor sich hinsprechen, dann schauen Sie nur noch den unterstrichenen Text an. Aber umgekehrt, wenn Sie denken, ach, vielleicht habe ich was vergessen, dann ist der restliche Text auch noch da. Ja, während wenn Sie was exzerpieren, dann haben Sie danach nur noch Ihr Exzerpt und das restliche Wissen haben Sie dann nicht mehr vorliegen. Und gerade wenn man am Anfang gar nicht viel weiß, macht man beim Rausschreiben auch Fehler. Ja, und deswegen ist es besser, man bleibt bei dem Originalbuchtext. So, das ist eben der Punkt, den ich schon angesprochen habe, nämlich die Fokussierung. Atlanten sind häufig unstrukturiert und auch redundant. Ja, sie haben einfach zum Herz 50 verschiedene Abbildungen und die Texte überschneiden sich dann und es ist nicht so effektiv, das auswendig zu lernen. Das heißt, ich würde hier mit einem Buch lernen. Und da ist wichtig, dass Sie zu einer realistischen Selbsteinschätzung kommen. Also früher gab es Bücher, die hatten 2000 Seiten und das können Sie nicht lernen in 2 Semestern oder gar in einem. Ja? Sondern deswegen ist besser, ein mitteldickes Buch mehrmals durchzugehen, als ein dickes Buch nur halb. Ja, weil dann fehlt Ihnen die andere Hälfte des Wissens. Und das ist jetzt mein abschließendes Statement. Sie müssen sich Zuversicht aneignen. Also Sie müssen zu dem Schluss kommen, ich schaffe das und es wird schon klappen. Ja, das haben viele vor Ihnen geschafft, die sind auch nicht schlauer gewesen, als Sie sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das muss man auch sich aneignen und darf nicht immer in diese Testate reingehen und sagen, oh je, es gibt ja manche Dinge, die weiß ich nicht. Kein Mensch weiß alles. Ja, aber wenn Sie gut gelernt haben, dann wird auch der Prüfer das so sehen. Und auch der Prüfer geht nicht in das Testat rein, rauszufinden, was Sie nicht wissen, sondern der ist froh, wenn er den Eindruck hat, Sie wissen eigentlich alles ganz gut. Ja? Und es ist auch wichtig für die Arbeit mit dem Patienten. Auch einem Patienten müssen Sie den Eindruck vermitteln können, Sie sind eine kompetente Ärztin und ein kompetenter Arzt und bei Ihnen ist er gut aufgehoben, obwohl Sie natürlich auch nie alles wissen. Ja, und deswegen denke ich, diese Testate bei uns sind eine Übung, nicht nur fürs Staatsexamen, sondern auch für die Arbeit am Patienten. Und deswegen ist es so, wenn Sie uns Prüfer nicht überzeugen können, dass Sie qualifiziert sind, dann soll Ihnen das ja nur mitteilen, dass Sie einfach noch besser lernen müssen. Und dann wird das Ganze irgendwann auch schon funktionieren. Ja, das heißt, vor Ihren Fragen möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Erstens, Anatomie ist ein Grundlagenfach für die Medizin. Ohne Anatomie geht es nicht. Das ist also die Basis des ärztlichen Handelns. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Fach mit sehr viel Systematik, ja, also alle Muskeln und so weiter und sehr vielen Fachbegriffen. Das heißt, man muss viel Zeit investieren. Aber der Vorteil ist, Anatomie ist ganz, ganz logisch und einfach zu lernen. Ja? Das heißt, jeder und jede kann in der Anatomie gut sein. Meine Tipps soll Ihnen dazu, das soll dazu beitragen, Ihnen dabei helfen, gut zu sein, weil man sich dann natürlich auch gut fühlt im Studium, wenn man weiß, man kann etwas. Und so ging es mir auch. Ich weiß noch genau, am Anfang habe ich mich sehr unsicher gefühlt im Medizinstudium, habe immer gedacht, alle anderen sind alle schlauer und besser. Und wenn man dann natürlich erst mal eine Zeit lang studiert, dann sieht man, alle haben die gleichen Probleme. Und wenn man dann erstmal so ein Fach wie die Anatomie bestanden hat, dann weiß man, jetzt kann man auch den Rest des Medizinstudiums gut bestehen. Ja? Und nehmen Sie sich Zeit, versuchen Sie das nachzuvollziehen, was ich über die Auswahl der Lernmittel und die Lernstrategie gesagt habe. Vielleicht werden Sie in anderen, manchen Punkten anderer Meinung sein als ich, das macht auch nichts. Ja? Aber setzen Sie sich damit auseinander und entscheiden Sie wirklich schlau, aus welchen Quellen Sie lernen wollen. So, und jetzt kommen wir, bevor wir zum Schluss kommen, nämlich zu Ihren Fragen. Und
Die wurden jetzt ja während der ganzen Zeit gesammelt und die werden jetzt auch vorgelesen und eingespielt. Genau, die erste Frage schon, Herr Waschke. Zwei Zuschauer haben geschrieben, dass sie jeweils einen alten Sobotta-Atlas haben, den einen von 2004 und den anderen einmal von der Mama. Da ist jeweils die Frage, lohnt sich denn die Anschaffung einer neueren Auflage? Ja, das ist immer eine sehr gute Frage. Was man dabei beachten muss, ist Folgendes. Diese Abbildungen sind natürlich immer noch genauso relevant. Ja? Also zum Beispiel für die Präparation, wenn Sie jetzt so einen alten Atlas mitnehmen in den Kurs, um sich zu orientieren, wo etwas liegt, da sind die Abbildungen genauso gut wie früher. Was neue Auflagen enthalten, sind halt auch didaktische Abbildungen und vor allem Texte. Ja, also die Texte haben wir erst seit 2010 wieder eingeführt. Und gerade wenn es darum geht, wohin metastasiert ein Tumor und welche klinischen Bezüge gibt es da, das finden Sie eben in neuen Auflagen besser als in alten. Allerdings finden Sie das zum Teil auch im Lehrbuch. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ein ganz neues Lehrbuch von Sobotta zum Beispiel, dann müssen Sie selber entscheiden, wie gut kommen Sie zurecht mit einem alten Atlas oder wollen Sie einen neuen. Mein Vorschlag wäre, den alten Atlas mitzunehmen in den Saal zum Präparieren. Dann wird der neue Atlas nicht schmutzig, aber ich würde mir tatsächlich einen neuen Atlas anschaffen, weil den haben Sie für Ihr Leben lang. Ja? Und wenn der Atlas jetzt schon 20 Jahre alt ist, dann ist es natürlich so, dass der einfach von seinen Gewichtungen her nicht mehr so aktuell ist. Und wir haben natürlich über die letzten Jahre auch ein paar hundert Abbildungen ergänzt, die einfach in den alten Atlanten nicht drin sind. Moment, Mikro noch an. Genau, es geht schon weiter mit der nächsten Frage, weil Sie auch gerade das Lehrbuch schon angesprochen hatten. Da war jetzt die Frage gewesen, welche Lehrbücher können Sie empfehlen? Ja, also die am häufigsten genutzten Lehrbücher sind sicherlich das Sobotta-Lehrbuch, dann die duale Reihe von Thieme und das Taschenbuch, das auch von Elsevier ist. Und die können Sie im Prinzip alle verwenden. Sie müssen halt mal reinschauen, was Ihnen besser gefällt. Das Taschenbuch Anatomie von Elsevier ist sicher, das ist dieser Benninghoff, der ist etwas kürzer gehalten, also für Leute, die sagen, sie wollen nicht so viel Text, ist das auch ein vollständiges Lehrbuch, allerdings muss man da dann, abgesehen vielleicht von der Neuroanatomie, aber alle anderen Sachen auch schon wissen, während Sie bei den anderen beiden Büchern Dinge unterstreichen können und andere Dinge auch weglassen können. Ja, aber das sind so die modernen Bücher, da müssen Sie einfach vergleichen, was gut ist. Wie gesagt, diese Kompetenzbasierung, die finden Sie eigentlich nur im Sobotta-Lehrbuch. Das hat auch einen sehr, sehr schönen Neuroanatomie-Teil. Aber da müssen Sie selber die Entscheidung treffen, was Ihnen besser liegt. Super. Dann auch schon die nächste Frage, die auch in die gleiche Richtung geht. Warum, Sie hatten nämlich den Thieme Verlag auch schon angesprochen, warum sollte man sich den Sobotta und nicht den Prometheus kaufen? Haben Sie da einen Tipp, wie man sich entscheiden kann? Ja, also erstens ist es so, genauso wie ich ja bei den Lehrbüchern gesagt habe, dass es neben dem Sobotta-Lehrbuch auch die duale Reihe gibt, sind sicherlich Prometheus und Sobotta die beiden dreibändigen Atlanten, zwischen denen man sich entscheiden sollte. Ja, und der Prometheus ist sicherlich nicht schlecht. Aus meiner Perspektive ist es so, dass das Gliederungsprinzip des zweiten Bandes des Prometheus, also der inneren Organe, nicht so toll ist, weil hier werden die Leitungsbahnen nicht bei den Organen behandelt. Also da kommt erst der Magen und dann kommen später die Arterien des Magens. Das kommt so ein bisschen aus dem amerikanischen Lehrsystem. Das bringt Ihnen aber in der Praxis nichts. Wenn Sie jetzt ein Chirurg sind und wollen den Magen rausnehmen, dann müssen Sie beim Magen wissen, welche Arterien gehören dazu und welche Lymphbahnen. Und deswegen denke ich, hat der Sobotta verschiedene Vorteile. Allerdings, ich sage immer, das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen CDU und SPD. Da ist auch das Wahlprogramm in 90% gleich. Und da gibt es einfach diejenigen, die lieber CDU wählen und die anderen die SPD wählen. Ja.
Und wenn ich jetzt sage, ich finde jetzt den Sobotta schöner, dann hat es vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich in dem natürlich sehr gut auskenne und dass mir natürlich die Fehler im Prometheus immer mehr auffallen als die im Sobotta. Und ich weiß, dass wir zumindest daran arbeiten, die zu bewältigen. Aber da muss ich sagen, das müssen Sie letztendlich irgendwie selbst entscheiden. Man muss dazu wissen, der Prometheus ist ein rein am Computer designter Atlas. Viele Vorlagen dieser Abbildung stammen aus dem Sobotta oder auch aus dem Netter. Die wurden dann einfach digital abgezeichnet. Und manche dagegen sind auch sehr vereinfacht oder am Computer entstanden. Und da muss man einfach selber immer entscheiden, ob man das jetzt hübsch findet oder nicht. Sehr gut, ich denke, das hilft weiter. In dem Rahmen dann auch die Frage, kann man denn die Atlanten von einem Verlag kaufen und dann das Lehrbuch von dem anderen Verlag und das dann kombinieren? Das kann man natürlich auch. Ja, das hat natürlich gewisse Vorteile, weil man dann vielleicht beides hat. Allerdings muss man sich immer vor Augen führen, dass es dann öfter Widersprüche gibt und nicht, weil der eine Verlag das falsch macht oder richtig macht, sondern wenn Sie die gleichen Autoren haben, die den Atlas rausgeben und das Buch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Widersprüche auftreten, geringer, als wenn Sie komplett unterschiedliche Verlage nehmen und komplett unterschiedliche Autoren, und Sie verlieren zum Teil da viel Zeit, weil Sie halt im ersten Semester oder am Anfang, wenn Sie das Lernen nicht rausfinden können, ist das jetzt ein Fehler bei dem einen und wenn, dann bei wem? Oder ist es einfach nur ein Widerspruch? Und deswegen denke ich, es macht eben Sinn, wenn man Atlas und Lehrbuch aus einer Hand hat. Aber Sie können ja auch sagen, Sie nehmen jetzt erstmal das eine von dem einen und das andere von dem anderen und können dann immer noch sagen, Sie ergänzen etwas. Allerdings, Sie müssen sich wirklich vor Augen führen, die Atlanten gerade sind unheimlich teuer geworden über die letzten Jahre. Das heißt, den kauft man sich wirklich nur einmal. Und ich bin froh, dass ich den Elsevier Verlag überzeugen konnte, also eine Tasche zu machen, in der Lehrbuch und Atlas drin sind. Und da sparen Sie über 50 Euro. Und das spielt dann schon eine Rolle, ob Sie am Ende 200 Euro für das Paket ausgeben oder 300 Euro. Und wenn ich dazu noch sage, dass ich denke, dass das Paket für 200 Euro besser ist, dann müssen Sie da einfach drüber nachdenken, ob Sie das auch so sehen oder nicht. Vielen Dank für die Antwort. Dann geht es auch schon weiter, und zwar mit der Frage, was halten Sie von der didaktischen Darstellung und Ausführlichkeit der Anatomie in Amboss? Ja, das ist, was ich am Anfang gesagt habe zu den webbasierten Ansätzen. Also Amboss ist ein System, das entwickelt wurde, um Staatsexamensfragen, also schriftliches Staatsexamen, möglichst effektiv zu beantworten. Ja, und inzwischen ist es so, dass eigentlich, wenn Sie sich jetzt auf das Staatsexamen vorbereiten, diese Sammlung an Fragen wahrscheinlich die beste ist, die es momentan gibt. Allerdings ist es schlecht, glaube ich, nur daraus zu lernen. Das wird im klinischen Abschnitt zum Teil so gemacht, dass die Leute gar keine Lehrbücher mehr haben, die lernen nur noch Amboss. Aber für einen Präparierkurs bringt Ihnen das nicht so viel. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn irgendetwas in einem schriftlichen Examen noch nicht dran kam, und da gibt es manche Inhalte, die können im schriftlichen Examen nie gefragt werden, weil es da in der Literatur unterschiedliche Darstellungen gibt, dann wird das nie gefragt, dann ist es auch nicht in Amboss. Aber Sie brauchen das unheimlich, wenn Sie zum Beispiel eine Gallenblase operieren wollen. Das fehlt Ihnen dann. Und das heißt, Präparierkurs würde ich nicht vorbereiten aus Amboss, ja, sondern Amboss können Sie dann in den späteren Semestern dazuziehen, aber ein Präpkurs-Testat aus Amboss vorbereiten ist, glaube ich, nicht sehr geschickt, weil die Gewichtungen sich am schriftlichen Staatsexamen orientieren und Ihnen manchmal Dinge auch einfach fehlen. Ja? Da würde ich vielleicht andere, also wenn Sie dann wirklich ein webbasiertes Programm nehmen, dann würde ich lieber das Quo Vadis-Programm nehmen, aber auch da gilt, das ersetzt kein Atlas und kein Buch. Sie brauchen was, was Sie für ein Leben lang haben. Vielen Dank. Wenn wir jetzt gerade schon beim Präpkurs waren, gab es die Frage, wie kann man denn den Präpkurs kompensieren, wenn der Präpkurs dieses Semester wegen Covid nicht stattfinden kann?
Naja, irgendein Unterricht zur makroskopischen Anatomie findet ja statt. Ja, also wir machen es in München so, dass wir einzelne Leute zum Präparieren reinkommen lassen, wenn das dann auch die Pandemiesituation dann natürlich immer noch so zulässt, wie wir es jetzt geplant haben. Aber während der übrigen Zeit übertragen wir über Zoom mit Tablet-Computer, mit Kamera von der Präparation der jeweiligen Leiche. Und auch die Universitäten, die jetzt nicht immer online übertragen, präparieren Leichen und demonstrieren die dann auch. Das heißt, sie lernen natürlich die Anatomie, aber das Ideale ist, dass man wenigstens an einzelnen Terminen mal reinkommen kann, die Leiche mal anfassen kann, sich das anschauen kann. Und das heißt, es wäre natürlich schön, an jedem Kurstag immer da zu sein. Das geht jetzt nicht, aber das heißt jetzt nicht, dass die Welt zusammenbricht. Und das ist eben das Schöne an unserem Unterrichtsfach. Die Bücher und Atlanten, die sind so gut, dass sie, wenn wir ihnen in unserem Kursskript die Inhalte aufführen, was sie lernen sollen, dann können sie das auch sehr gut alleine machen und sind nicht komplett irgendwie aufgeschmissen. Das ist jetzt anders, als wenn sie Philosophie studieren und da kann man wirklich nur die Lehrmeinung eines einzelnen Lehrmeisters hören, sondern die Anatomie ist wirklich sehr gut in Lehrbüchern und so weiter auch abgelegt. Gut, dann die nächste Frage. Wie kann man denn gerade den Studienanfängern die Angst vor der Anatomie nehmen? Also eine Frage war zum Beispiel gewesen, was machen Studenten oft falsch beim Anatomielernen? Und da auch die Frage, wie kann man denn mit der Menge der Informationen zu den Inhalten überhaupt umgehen und wie kann man vermeiden, von den Inhalten erschlagen zu werden? Ja, also erstens, wie ich schon gesagt habe, das kann man schaffen. Ja, das habe ich geschafft, das haben viele andere geschafft und die beginnen alle bei Null. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Sie müssen schauen, dass sie strukturiert lernen. Ja, und das ist ja das Schöne, wenn Sie jetzt das Herz vorbereiten, das steht in Ihrem Anatomiebuch Herz in dem, über dem Kapitel drüber, dann lernen Sie das Ganze und dann unterstreichen Sie das erst und dann sprechen Sie das aktiv vor sich hin, bis sie das ihre Oma komplett erklären können. Also jetzt, die Oma kriegt dann vielleicht ein bisschen mehr Informationen, als sie gerne haben möchte. Aber wenn sie dann das Gefühl haben, sie haben alles, was sie in ihrem Buch unterstrichen haben, aktiv gesagt, dann können sie auch alles. Und am Anfang müssen sie oft nachschauen, ja, weil sie das erstmal noch nicht können. Aber das lernt man damit. Also sie müssen strukturiert lernen und sie müssen regelmäßig dabei bleiben. Also bei uns ist das erste Testat in 5 Wochen, deswegen müssen Sie gleich am ersten Wochenende anfangen zu lernen, ja, weil Sie kommen sonst nicht durch und Sie müssen sich einfach einen Plan machen und dann sehen Sie schon, dass Sie das schaffen. Und wie gesagt, wir bieten ja auch Dinge an zur Wiederholung und dann kommen Sie damit auch durch. Ja, aber versuchen Sie nicht, einen 3-bändigen Atlas komplett durchzulernen. Das heißt, Sie gucken, was ist im ersten Testat dran, welches Stoffgebiet haben Sie da, wie viele Seiten sind das im Buch, das sind vielleicht erstmal nur 100, ja, aber 100 ist schon genug am Anfang und dann fangen Sie an und lernen das und das schaffen Sie. Da dann vielleicht auch die Frage, wo fängt man denn eigentlich an? Wird es dann von Ihnen ein bisschen vorgegeben oder so wird der Student dann da an der Hand geführt? Und auch wie detailliert soll er denn eigentlich lernen? Also gerade besonders in Bezug auf Bezeichnungen von Knochen bei den Abbildungen in Lehrbuch bzw. Atlas. Ja, deswegen würde ich nicht aus dem Atlas lernen, weil im Atlas sind in einer Abbildung alle Strukturen, die abgebildet sind, beschriftet. Ja, wenn Sie das außenrum lernen, dann wissen Sie nicht, was ist wichtig und was nicht. Wenn Sie dagegen die Knochen lernen, also Sie schauen erstmal, was ist Stoff Ihres ersten Testats. Das kann an mancher Uni, kann das Knochen sein. Bei uns ist es Hals- und Brustorgane. Ja? Weil wir Knochen am Anfang ein bisschen langweilig finden. Das heißt, Sie schauen schon mal, welches Gebiet wird am Anfang geprüft und dann lesen Sie das in dem Lehrbuch und die wichtigen Sachen sind auch fett geschrieben. Allerdings jetzt auch, Sie brauchen ein bisschen mehr als das, was fett ist, aber Sie unterstreichen das dann. Und das, was da nicht drin steht, aber im Atlas ist es trotzdem beschriftet, das müssen Sie schon mal nicht mehr wissen. Ja? Und dann empfehle ich Ihnen eben,
nicht das allerdickste Buch oder den dicksten Atlas auswendig zu lernen, den Sie kriegen können, weil da natürlich sehr, sehr viel drinsteht. Ja? Das haben wir aber in unseren Lehrbüchern schon beherzigt. Also das, was wir in den Büchern da reinschreiben, das ist so das, was Sie auch wissen sollten. Und natürlich gibt es dann ja, wie gesagt, auch Lehrmedien zur Wiederholung. Und da kriegen Sie dann ein gewisses Gefühl dafür, auch wenn Sie zum Beispiel dann Vorlesungen hören und was dort dann betont ist. Ja, also wenn Sie zum Beispiel eine Vorlesung hören und nehmen in die Vorlesung Ihr Buch mit oder haben das Buch vor sich liegen, wenn Sie eine Vorlesung anhören, die vielleicht auch aufgenommen ist. Wir haben das in diesem Jahr alles aufnehmen müssen. Dann sehen Sie, ob das da drin steht, was in der Vorlesung genannt ist. Und das, was in der Vorlesung gebracht wird, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Ja? Und damit kriegen Sie dann schon so eine Gewichtung raus. Und natürlich ist es so, fürs erste Testat ist man unsicher. Aber wenn man das dann bestanden hat und der Prüfer sagt einem, genauso machen Sie weiter, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Sehr gut. Dann noch einmal kurz zum Lehrbuch. Da kam die Frage rein, macht es Sinn, mit dem von Ihnen herausgegebenen Kurzlehrbuch ab Beginn des Studiums zu lernen oder nur als Ergänzung auf Prüfungen zum Beispiel? Sie haben jetzt Kurzlehrbuch gesagt, oder? Ja, das genau. Die Frage war mit Kurzlehrbuch. Ja. Ja, das Kurzlehrbuch, also bei Kurzlehrbüchern ist es immer so, die reichen alleine nicht. Also Sie brauchen zusätzlich zu einem Kurzlehrbuch ein ausführliches Lehrbuch. Ja, und Sie können, weil es gibt manche Leute, die sagen, okay, ich lese mir erstmal so ein Lehrbuch durch, aber was soll ich jetzt davon wissen? Wenn Sie dann sagen, okay, ich lese jetzt noch ein Kurzlehrbuch und das, was dort drin steht, das müssen Sie aktiv dann wirklich alles wissen. Ja, also das reicht Ihnen auch zum Bestehen, aber da ist zum Beispiel keine Entwicklungsgeschichte drin, und keine komplette Neuroanatomie. Das heißt, als einziges Buch für Ihr ganzes Leben reicht es nicht. Ja? Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie lesen erst ein ausführliches Buch, ein Kapitel durch über das Herz und dann, anstatt jetzt dort alles zu unterstreichen, weil Sie eben unsicher sind, gucken Sie das im Kurzlehrbuch nach und wenn es da auch drin steht, dann wissen Sie, Sie brauchen es, dann hilft Ihnen das. Ob man das beides braucht, das weiß ich nicht. Ja? Also ich würde so sagen, nur mit Kurzlehrbuch geht es nicht. Nur mit einem ausführlichen Lehrbuch geht's, wenn Sie dabei unterstreichen. Mhm. Dann die nächste Frage, und zwar hat eine Zuschauerin geschrieben, hätten Sie einen Tipp, wie man beim Lernen der makroskopischen Anatomie die Knochen, Muskeln, Leitungsbahnen etc. von Anfang an sinnvoll miteinander verknüpfen kann? Sie ist nämlich aktuell dabei, den Schädel zu lernen und hat auch wie beim letzten Testat mit den Knochen begonnen. Ihr fällt es aber sehr schwer, die Foramina einzuprägen. Ja, also da ist es jetzt so, ich denke, man sollte sich erst tatsächlich, wenn man jetzt einen Bewegungsapparat lernt oder auch den Schädel, erstmal den Knochen aneignen und dann zum Beispiel die Muskeln und dann die Leitungsbahn, also Arterien, Venen, Nerven. Ja. Aber ich habe heute gerade übrigens die Vorlesung aufgenommen für die Gliederung des Kopfes. Da habe ich gesagt, die Öffnungen des Schädels, die ich übrigens nicht in der alle 33 in der Vorlesung alle runtergebetet habe, die Öffnungen würde ich erst lernen, wenn ich alle Arterien, Venen und Nerven auch gelernt habe, weil sonst kann sich das keiner merken. Ja, dann lernen Sie einfach für jede dieser Öffnungen ein paar Strukturen auswendig, die da durchgehen. Sie wissen aber gar nicht, wo die herkommen und wo die hingehen. Ja, aber umgekehrt, wenn Sie die Leitungsbahn alle gelernt haben, dann hilft Ihnen das auch, wenn Sie dann durch so eine Schädelöffnung lernen, ah, da geht der und der Nerv durch, weil dann können Sie dir auch dabei ganz gut wiederholen. Ja? Also das heißt, ich würde mich auch hier wieder an der Gliederung Ihres Buches orientieren. Das heißt, wenn Sie bei Kopf anfangen, dann schauen Sie, was steht da am Anfang drin. Dann kommen zum Beispiel am Anfang häufig die Knochen und dann kommen die Muskeln und dann lernen Sie das so komplett durch. Und weil Sie vorhin eben auch ja nochmal gefragt hatten, womit fängt man dann an? Und da habe ich ja gesagt, Sie gucken, welches Testat am Anfang dran ist. Es gibt in jedem Buch auch Kapitel zur allgemeinen Anatomie. Und die würde ich mir erstmal anschauen, weil da wird erstmal beschrieben, was ist überhaupt ein Nerv, was ist eine Arterie, was ist ein Lymphknoten? Und das hilft Ihnen, damit Sie dann alle Dinge lernen können. Das heißt, ich kann Ihnen sehr empfehlen, am Anfang sich die allgemeine Anatomie anzuschauen. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage.
Wie bereitet man sich am besten in Anatomie auf das Physikum vor, also auch die mündliche Anatomieprüfung? Ja, da ist es auch so, und deswegen, da hilft Ihnen jetzt zum Beispiel Amboss nix, ja, mit Multiple-Choice-Fragen. Da brauchen Sie aktives Wissen. Und das Niveau ist das gleiche wie im Präparierkurs. Also wir fangen jetzt nicht plötzlich an und gehen da weiter ins Detail, sondern die Schwierigkeit besteht halt darin, dass Sie all das, was Sie vorher im Präparierkurs auf einzelne Testate aufgeteilt lernen, jetzt plötzlich dann zusammen auf einmal lernen. Mir fällt jetzt gerade auf, ich mache mal ganz kurz hier die Kamera aus, dann sehen Sie mich vielleicht auch ein bisschen größer und mache mal kurz das Licht an, bei uns geht nämlich die Sonne unter. So, da bin ich wieder. Oh, jetzt leuchtet alles so ein bisschen. Ja, das heißt, da müssen Sie wieder aktiv vor sich hinsprechen. Und das Niveau ist das gleiche wie im Prep-Kurs. Das heißt, Sie nehmen auch am besten für die Vorbereitung die gleichen Quellen wie im Präparierkurs. Weil Sie erinnern sich, wenn Sie aus einem Buch gelernt haben oder in Atlas reingeschaut haben, dann erinnern Sie sich, was Sie damals alles gewusst haben, viel schneller, als wenn Sie jetzt plötzlich fürs Physikum sagen, Sie nehmen was komplett anderes. Ja, es sei denn, Sie sagen, damals hatte ich ein zu langes Lehrbuch, jetzt nehme ich wirklich ein Kurzlehrbuch. Ja, das kann funktionieren, aber Sie können genauso gut das Unterstrichene in Ihrem ausführlichen Lehrbuch nehmen. Wunderbar. Dann auch zu Prüfungen noch. Wie kann ich mich gerade am Anfang in der Aussprache der Terminologie und den Fachbegriffen verbessern, um auch im Testat authentisch rüberzukommen? Ja, also es gibt an jeder Uni am Anfang Terminologiekurse. Da lernen Sie, wie man die Begriffe ausspricht, auch wenn Sie kein Latein hatten. Ja, ich hatte zum Beispiel auch kein Griechisch, deswegen sind manche Begriffe bei mir, wenn ich so das gesamte Wort, wo es herkommt, auch falsch ausgesprochen, aber den Fachbegriff kann ich dann. Ja. Und Sie hören halt natürlich in der Vorlesung auch Ihre Dozenten und genauso sprechen Sie das dann auch aus. Ne? Und da kommt man rein. Ich habe das früher auch, wenn man das erste Mal gelesen hat, da habe ich auch Ösophagus gesagt anstatt Ösophagus. Ja, da lachen sich dann andere drüber kaputt, aber wie soll man das wissen? Aber wenn Sie es einmal gehört haben, sagen Sie es danach richtig. Ja, also das heißt, Sie kommen da schon rein und deswegen verwenden wir ja auch die Begriffe, also sowohl in den Lehrbüchern als auch in den Vorlesungen, die Sie später brauchen. Und für manche Organe gibt es zum Beispiel, verwendet man nur den lateinischen Begriff. Ja, zum Beispiel jeder sagt für die Dünndarmabschnitte Ilium und Jejunum und nicht Krummdarm und Leerdarm. Aber dagegen zum Beispiel zum Herz sagt jeder eine Klinik Herz und nicht Chor. Ja, aber vielleicht bei einer Technik kommt dann Koronarangiografie, kommt das Chor wieder drin vor und dann brauchen Sie das halt. Ja, aber das kriegen Sie raus, da kriegen Sie sehr schnell ein Gefühl dafür, was man so verwenden sollte und wie man es spricht. Mhm. Dann eine Frage noch. Wenn man theoretisch nicht Medizin studiert und eine Ausbildung als Pflegefachkraft angefangen hat, würden Sie empfehlen, die Anatomie so ausführlich wie möglich vorab schon zu lernen? Vorher als Pflegefachkraft, ja. Also da würde ich mal gucken. Also da wird auch relativ viel Anatomie unterrichtet. Da staunt man immer, was die Leute lernen. Aber da lernt man nicht jeden Muskel mit Ursprung und Ansatz. Ja. Sondern da würde ich warten. Das ist auch im Studium so. Ich würde warten, bis es losgeht. Und dann schaffen Sie das schon, das alles zu lernen. Ja, machen Sie es nicht vorher alles. Sie können sicherlich die Dinge schon mal lesen. Ja, lesen Sie irgendetwas dazu. Aber schauen Sie, dass Sie erstmal vorher einen Überblick kriegen. Ich würde vorher nicht alle Details lernen. Abgesehen davon vergessen Sie dann auch wieder viel. Wunderbar. Dann eine Frage ist noch da, vielleicht an die Zuschauer. Wer noch eine Frage hat, bitte in die F&A-Box unten reinstellen. Ansonsten ist es nämlich jetzt die letzte Frage an den Herrn Waschke. Und es ist eine sehr persönliche. Warum haben Sie sich letzten Endes für den Fachbereich Anatomie entschieden? Ja, also ich habe es mir damit auch gar nicht einfach gemacht. Ich wollte immer Internist werden. Und dann habe ich Doktorarbeit aber in der Anatomie gemacht. Das habe ich gemacht, weil ich wollte, man macht die ja meistens im Studium,
einfach mich mit einem Fach auseinandersetzen, von dem ich im Studium schon was gehört hatte. Und da hatte ich in der Inneren eben nichts gehört. Und dann wusste ich es aber immer noch nicht, was ich werden sollte und habe dann gesagt, ich schaue mir im Arzt im Praktikum eben beides an, Innere und auch Anatomie. Und habe aber dann für mich gesehen, dass die Anatomie ein sehr, sehr interessantes Lehrfach ist. Also es macht mir sehr Spaß, Leute zu unterrichten. Und was mir auch so gut gefallen hat, ist, dass ich trotzdem noch Zeit habe für Forschung und daneben noch Zeit für meine Familie und Freunde und mein sonstiges Leben. Und da habe ich sehr schnell gesehen, wenn man in der Klinik arbeitet und wenn man dann noch Forschung machen will, da ist man vielen Zwängen unterlegen in den Arbeitsabläufen, dass man am Ende schauen muss, dass man wirklich alles gut unter einen Hut bringt. Ja, und ich habe einfach gesehen, für mich passt das und es ist ein sehr spannendes Fach. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt Anatomie. Aber ich hätte auch Innere machen können. Also das, die Arbeit mit den Patienten, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe dann einfach irgendwann gesagt, ich glaube, das schaffe ich nicht zusammen mit Forschung. Und außerdem war mir so, was die Arbeitsabläufe in der Klinik angeht, muss man sagen, vieles auch etwas zu unberechenbar. Mhm. Es sind jetzt auch keine neuen Fragen reingekommen und ich finde das auch einen sehr schönen Abschluss. Daher würde ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Waschke. Das war ein super interessanter Vortrag. Auch die Fragen am Ende, ich glaube, da hat jetzt jeder wirklich was mitgenommen. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich dann vielleicht auf die nächste Elsevier Live-Session mit Ihnen im kommenden Jahr. Wir werden sehen, wie wir es planen. Alles klar, ja, vielen Dank. Und viel Erfolg im Studium und viel Spaß dabei vor allem. Ja, und lassen Sie sich nicht die gute Laune verderben von der Corona-Pandemie. Da müssen wir jetzt halt möglichst gut durchkommen und Sie werden die Anatomie trotzdem lernen. Da bin ich ganz überzeugt davon. Also, tschüss.